Heute versuche ich mal was ganz Neues, und zwar ist es ein soziales Experiment oder eine Community-Aktion. Ich weiß nicht, wie ich das nennen sollte, aber ich bin auf jeden Fall nicht alleine da, denn dabei ist... Der Florian. Dann gucken wir uns mal auf Test-Server mal rum. Die erste Frage, die alle so richtig strugglen lässt, auch in den Yatosu hier. Was definierst du überhaupt als Comic halt? Gezeichnete Werke mit Text versehen sind, die meistens aus Amerika kommen. Liest du aktuell Comics? Bisschen The Walking Dead, aber sonst nicht. War das auch dein Einstieg so in das Medium? Ja. Und die letzte Frage ist auch nochmal so simpel gestruggelt aus dem Nichts. Würdest du... Wieso mag ich das Wort struggle? Ich würde das letzte voll auf. Egal. Würdest du in der Zukunft daran denken, mehr Comics zu lesen? Und wenn ja, was würdest du so lesen wollen? Ich habe auf jeden Fall nichts dagegen, Comics zu lesen. Also das Medium an sich gefällt mir schon, aber ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit dazu. Ich lese auch nicht wirklich Mangas. Ich lese nicht so viele Mangas, eigentlich nur One Piece, sonst nichts. Das würde ich sagen, reicht so vollkommen als Antwort. Damit meinst du jetzt was? Das Medium an sich. Ganz schwer zu sagen, ganz ehrlich, weil ich habe mit dem Comic-Lesen erst vor einem Monat richtig angefangen. Also halt so eine Gegenfrage, würdest du sagen, der Manga an sich ist auch ein Comic? Nö, weil ich sehe irgendwie mehr Comic als eine komplett andere Kunstform als Mangas. Das habe ich erst letztens mit einem Kumpel besprochen, ne, weil der hat sich mit mir gestritten, so ja, Manga oder Comic, dies, das, alles mögliche. Da gibt's also in meinen Augen schon größere Unterschiede, nicht nur im Zeichenstil oder so, weil Manga und Comic sind was komplett Verschiedenes, wenn man sich den Zeichenstil überhaupt anguckt. Vom, weiß ich, sag mal so, von der Story her, von allem letztendlich unterscheidet sich Comic viel, viel zu sehr. Wie könntest du dich selbst zum Beispiel jetzt zum Comics animieren, also zum Comic kaufen und auch lesen? Und was wäre für dich der perfekte? Ja, hab ich auch. Ich hab alle Harley Quinn Comics. Also jetzt die... Also alle, die hier in Deutschland verfügbar sind. Die ersten drei habe ich erstmal von meiner Ex-Freundin geschenkt bekommen und dann habe ich von selbst einfach den Rest gesammelt. Und das war jetzt wirklich der Einstieg für dich? Ja. Was hast du noch vor? Willst du weiter so bei Superhelden bleiben oder vielleicht so Indie-Geschichten mal versuchen? Bei Indie-Geschichten so oder so möchte ich versuchen, da mir ein Kumpel mal davon erzählt hat. Why not? Die erste Frage war, was hältst du von US-Comics? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, sowas wie Batman, Superman schon mal irgendwie gesehen. Ach so, okay. Teilweise habe ich mal reingelesen, aber catch mich jetzt nicht so richtig. Aber Filme, so ein paar hast du mitbekommen jetzt. Ja. Du bist natürlich jetzt Manga-Leser dann halt mehr. Die einzigen Mangas, die ich da habe, sind Death Note und noch User da. Joined your channel. Sturi, was hältst du denn von US-Comics? Also ich finde sie ganz cool eigentlich, wenn man die so als erstes kennenlernt, so als Kind. Aber selbstpersönlich lese ich die nicht, deswegen. Warum liest du die jetzt nicht? Was hält dich davon ab jetzt? Einfach, ich habe andere Dinge zu tun, so Animes gucken und so. Okay, jetzt kommt die Bomberfrage. Wie könnte ich dich motivieren, Comics zu lesen? Was wäre für dich so der perfekte Einstieg dabei? Mangas sind ja Comics, okay? Ich würde einfach halt irgendwas Schönes bringen, was nichts mit Superhelden zu tun hat. Also natürlich gibt es halt neben Superhelden sehr viele Adaptionen von anderen Medien. Es gibt dann Comics zu Game of Thrones, The Walking Dead, das natürlich alles. Dann natürlich so Indie-Geschichten, die in sich abgeschlossen sind. Und das Beste daran ist, die sind halt nicht gekoppelt an größere Universen. Sowas dann schon eher. Was definiert für euch einen Comic? Dass da Bilder drin sind so und Sprechblasen. Ja. Ja, dass die Geschichte durch Sprechblasen erzählt wird. Die zweite Frage wäre, ob ihr Mangas liest oder US-Comics? Mangas. Warum liest ihr keine US-Comics? Also ich kenne die nur quasi als so Superhelden-Comics. Handeln alle von Superhelden. Ich Game of Thrones hat auch einen Comic. Weil ich glaube, es gibt sogar Walking Dead-Comics. Die würde ich eventuell sogar mal lesen. Was wird euch verleiten, überhaupt US-Comics in die Hand zu nehmen und zu lesen? Interessante Geschichte. Jetzt sagen wir mal, keine Superhelden-Stories. Zeichnungen, das Storyboard. We are here on a Japanese gaming server and I will ask you one simple question, or maybe two. How you define a comic? I think that comic... That's like a reading book. It's a good imagination tool. What is with your Japanese friend? Oh, sorry. We actually met the enemy right now. So that. 君は なんて思う? 何を? コミック。ごめん、ちょっと何言ってるか分かんない。コミックって何って。おや、コミックって何? 何って言われてもな。あなたにとって何ですか?的な質問だな。We don't make it so difficult, and the second question is for you, Hopadick. What would you prefer, the Japanese standard manga or the comics from America? Oh, Japanese standard, because I am Japanese. You would say manga is the perfect comic, is the one and only true comic. I don't say so, because we also like peanuts. Okay, thank you, gentlemen. That was all. Okay. And I have nothing to edit. Arigato gozaimasu. Warum liest ihr keine US-Comics? Das tue ich. Und warum? Und welche? Warte, mittlerweile nicht mehr, aber früher habe ich immer so lustiges Taschenbuch gelesen. Das sind eigentlich US-Comics, oder? Ja, natürlich, das ist das Medium-Comic an sich. Warum liest du zum Beispiel heute jetzt keine Comics mehr? Ich hab die alle noch, aber ich hab nicht die Zeit und die Lust, das noch zu lesen, so, weil ich bin vielleicht aus der Zielgruppe raus. Keine Ahnung, einfach kein Interesse vorhanden. Wenn ich dich frage, was du dir unter dem Medium-Comic überhaupt vorstellst, was ist das für dich überhaupt an sich? Das ist halt die amerikanischen Sachen eher. Also, wir sind nochmal zurück auf den Japan-Launch, TS-Server. Wir haben wieder mal hier zwei lokale Legenden aufgegriffen, und zwar nämlich den einzig wahren, unglaublichen Gralex. Und hinter ihm ist Primus,
Rose und Silver. Also ich halte das für ein Gerücht. Okay, beiden Traumpärchen Nummer 1 auf YouTube nach Bibi und Julienko. Frage an euch, was definiert für euch einen Comic? Vermutlich den Fakt, dass es aus der großen Schmiede von den Amerikanern kommt. Ich kann mich eigentlich nur dem anschließen. Für mich zumindest so Marvel und weitere DC. Comics aus, genau, DC. Und, und da hört es genau bei mir auf. Warum würdet ihr jetzt keinen Comic in die Hand nehmen? Gibt es irgendwelche Gründe so? Hat mich persönlich nie gereizt. Ich hatte mal ganz früher als Kind mal so ein paar Comics von Spider-Man oder auch französische Comics, wo mir der Name nicht mehr einfallen mag. Also, ist auch ein bisschen teuer, aber Mangas sind auch teuer, also gilt das Argument fast nicht mehr. Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich habe so vor einigen Jahren sehr oft in Bibliotheken Comics gelesen, zum Beispiel Elfenquest oder Bones, so ganz kleinere Comics, die wahrscheinlich kaum jemand kennt. Irgendwann später begann es halt mit Mangas und ich habe halt zu Hause eigentlich gar keine Comics, vielleicht, nee, also ich glaube, ich habe wirklich keine. Ich wollte mir diese zwei, die ich gerade genannt habe, mal kaufen, weil ich die sehr gern gelesen habe damals. Aber es sind immer so viele Bände und ich kaufe selbst bei Mangas gerne nur Mangel, die so 7 Bände haben. Was wäre für euch der perfekte Einstieg? Beziehungsweise was würde euch motivieren dann? Ich lese eigentlich alles gerne, von daher würde bei mir alles einen perfekten Einstieg sein. Das sehe ich ähnlich. Also es gibt ein paar Titel, von denen ich jetzt auch so vom Hören und Sagen kenne und da finde ich den Zeichenstil jetzt auch nicht so besonders. Ist nicht ganz mein Zeichenstil, der mir gefällt. Vielleicht bin ich auch zu arg Anime-Manga geprägt. Das kann natürlich sein. Ich denke mal, dass solche Sachen wie jetzt begleitend zu einer Serie, sagen wir Walking Dead oder so, jetzt für viele zum Beispiel einen Anreiz gegeben hat, auch mal in die Comics reinzuschauen. Damit wäre das geklärt. Also Primus und seine bessere Hälfte haben die Fragen sehr gut beantwortet und das war's. Yes, dafür gibt's 1 Million Euro. Ja, und jetzt winkt mal gut in die Kamera, damit man das so gut auflösen kann. War ich schon die ganze Zeit. Oh. Winke, winke. Wie definierst du überhaupt einen Comic? Das ist eine sehr interessante Frage, die du mir stellst. Für mich ist wirklich alles ein Comic, was ein Comic sein will, von dem Autor eben. Eine Panel-Einteilung allgemein, auch vielleicht Sprechblasen können dabei sein. Es muss aber nicht zwangsläufig gegeben sein. Du liest ja aktuell jetzt ja keine Comics, also keine US-Comics und die Frage ist, warum eigentlich? Das ist eine sehr interessante Frage auch, weil Comics viel zu teuer sind und Comics checken mich auch ein bisschen ab, weil sie gängige Klischees bedienen, die allerdings Mangas auch haben. Und das kann man sich jetzt auch eigentlich auch ableiten. Was wäre für dich der Einstieg oder was würde dich motivieren? Ich brauche einen perfekten, objektiv guten Plot. Dann ist alles in Ordnung. Dann ist es mir egal, ob es ein Comic ist, ob es ein Hörbuch ist, ob es ein Buch ist. Nice! Nice! Da ist ja so einiges zusammengekommen. Und dann sehen wir uns beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal.